Einen schönen guten Tag. Wir wollen heute wieder über Betriebssysteme sprechen und wollen die Betriebssysteme etwas in ihrer geschichtlichen Entwicklung betrachten. Und da beginnt man mal ganz am Anfang, und zwar die ersten Rechnersysteme, die ersten käuflichen Rechnersysteme Ende der 40er Jahren, die hatten eigentlich kein richtiges Betriebssystem, also nichts, was annähernd dem entspricht, was wir heute als Betriebssystem bezeichnen. Wir können das erstens noch so als Lader oder als Lader bezeichnen, mit dem es möglich war, ein Programm oder von einer Lochkarte zu lesen oder Lochstreifen zu lesen und dann auszuführen. Gell? Also noch wirklich kein echtes Betriebssystem. Gell? Also eine Situation, die wir viel später wieder treffen, und zwar als man 1975 den ersten PC verkauft hat, also diesen Altair 8800, den gab es am Anfang eben auch ohne Betriebssystem, gell? Also als Bausatz, so wie Lego, gell, aus vielen Teilen mit der Anleitung ist zusammenzubauen, und es hat sich so eine Art Community gebildet, und rund um die Community hat man dann eben gelernt, wie man mit diesem PC etwas machen konnte, gell? Und das hat man dann also in Maschinensprache gemacht und hat man dann eben in Maschinensprache dann programmiert. Erst kurze Zeit später gab es dann dort einen Basic-Interpreter, und wenn man den Rechner gestartet hat, ist man im Basic-Interpreter gelandet. Gell? So, auf jeden Fall, in der Anfangszeit hatten wir eine Zeit ohne Betriebssysteme, ohne richtige Betriebssysteme. Gell? Wer hat den Rechner bedient? Gell? Es war ein Operator, gell? Also es war also einer, der nicht programmiert hat, der aber den Rechner bedient hat, gell, und den Rechner am Laufen gehalten hat, gell, von Zeit zu Zeit dann wieder mal ein paar Röhren getauscht hat, gell, und eben die Programme der Leute zum Laufen gebracht hat. Ja. In einem zweiten Moment, also relativ bald, hat man einen Stapel- oder Batchbetrieb eingeführt, gell, also die Möglichkeit, dass die Rechner Programme hintereinander verarbeiten konnte. Gell? Also man hat dann auch von den Jobs gesprochen. Gell? Also jemand hat einen Job abgegeben, gell? Es war wieder der Operator hat die Jobs angenommen und hat diese Jobs in Ausführung gebracht, einen nach dem anderen. Gell? Und wir hatten ein minimales System, gell? Und wir hatten also diese Unterstützung, dass man Jobs hintereinander, gell? Also im FIFO-Betrieb ausführen konnte. Gell? Und das war so ab den 50er Jahren, und das war so eine typische Betriebsart, mit der Rechnersysteme einer bestimmten Größe dann eben über Jahrzehnte gearbeitet haben. Gell? Und heute noch haben wir einen Rechner, und zum Beispiel im Bankenwesen oder Versicherungswesen oder auch irgendwo, wo wir eben viele Jobs verarbeiten müssen, die in einem solchen Art FIFO-Betrieb arbeiten, gell? Und und das hat man eben damals begründet, gell? Also vor circa 60 Jahren oder so. Und wie ist das gegangen? Man hat also irgendwo seine Jobs abgegeben, gell, Form von Lochkarten typischerweise, gell, und hat dann ein Ergebnis bekommen, gell, und das Ergebnis hat man auf Papier bekommen, wenn es gut gegangen ist. Hat man Pech gehabt, gell, und hat das Programm nicht funktioniert, wie man wollte, gell, dann hat man, wenn es gut ging, einen Core Dump bekommen, gell, also einen Abzug, einen Speicherabzug, einen Abzug des Prozessors, und dann konnte man studieren und den Fehler suchen, gell, aber das war sehr, sehr unangenehm, gell, weil Rechenzeit natürlich teuer war, gell, und da wollte man nicht die Zeit mit Fehlersuchen verschwenden, gell, also wurde besser fehlerfrei programmiert, gell. Ja, das war also immer noch eine Zeit mit dem Operator. Um 1960
begann eine Entwicklung, die dann zu einem Terminalbetrieb führt. Gell? Also ein Betrieb, ja, im akademischen Bereich entstanden, gell? Und mit dem Ziel, mehrere Benutzer direkt an den Rechnern arbeiten zu lassen. Gell? Und so hat man also einen zentralen Rechner gehabt, gell? Und die Terminals, über die Benutzer dann arbeiten konnten oder ja später dann auch entfernt darauf zugreifen konnten, gell? Und das hat man anfangs, gell, eben dann am MIT entwickelt zum ersten Mal. 1961 hat man eben diese Lösung dann zum Laufen gebracht, gell? Und was konnte die Lösung? Die Lösung konnte Multitasking, gell? Also mehrere Prozesse, gell? Also laufende Programme gleichzeitig im System halten, gell? Und ihnen dann abwechselnd das Rechnen eben ermöglichen, gell? Oder eben Multiprozessbetrieb und dann auch Multi-User-Betrieb, gell? Dass also nicht nur ein Benutzer am Rechner war, sondern auch mehrere, gell? Und damit beginnt ja dann auch etwas, gell, mit heute haben wir rechte Modelle und, gell? Und das ganze Sicherheitsaspekt, gell, würde man nicht brauchen, hätte man keinen Multi-User-Betrieb. Wären wir alleine auf einem Rechner, gell, braucht man keine Sicherheit. So, auf jeden Fall, es ist eben gestartet 1961, gell? Es ist dann Multix entstanden, wenige Jahre später, gell? Und dann circa 10 Jahre später ist dann auch Unix entstanden und ist dann ja nicht mehr von uns gegangen, gell? Also wenn wir wollen, damals am MIT, gell, ist das entstanden, was dann später zu dem wurde, was wir heute als Betriebssystem verwenden. Gell. Ja, ein solches Terminalsystem, gell, benutzen wir auch in der Schule, gell, wir haben aber keinen größeren Rechner, sondern es ist ja ein kleiner Rechner, auf dem wir eine Linux-Lösung installiert haben und das als Terminal dann benutzen, gell? Ja, dann passiert vorerst mal recht wenig, man hat parallel den Batch-Betrieb, gell, und eben Timesharing und Multi-User-Betrieb, aber Ende der 70er Jahre entstehen dann eben die PCs, gell? Und mit den günstigen PCs, gell? Und ab 1981 eben mit dem IBM-PC, gell? Der auch dokumentiert war, den man nachbauen konnte, und eben dann mit dem Player Microsoft und der Bill Gates, gell? Ist etwas entstanden, was einfach günstig war. Und das nicht nur für den persönlichen, privaten Gebrauch, sondern auch im betrieblichen Umfeld. Und viele Betriebe haben jetzt damit begonnen, PCs zu benutzen. Gell? Also warum soll man große Investitionen für Unix-Systeme durchführen, wenn man mit einem kleinen PC auch arbeiten konnte? Gell? Und der Bill Gates hat das in den 70er Jahren schon gesagt, gell? Also in der Zukunft, gell? Also in the future, we will see one computer on every desk and on in every home. Gell? Also eben vor allem dieser Teil, der interessiert uns. Gell? Also er hat gesagt, er wird an jedem Arbeitsplatz einen PC sehen. Gell? Und das war dann schon eine Herausforderung, weil er hat gesagt, er will natürlich jetzt dann auch die Software liefern. Gell? Also ganz konkret hat er am Betriebssystem dann gedacht. Also das ist dann ein bisschen später entstanden, nach dieser Aussage, aber er hat damals dann eben auch Basic-Interpreter geschrieben und verkauft, gell? Also die Versorgung dieser einfachen, billigen Rechner, gell, war eben etwas, was die Microsoft sich auf die Fahne geschrieben hat, gell? Ja, und eben seit 40 Jahren ist das der Betrieb, der am meisten verbreitet ist, gell? Also nicht mehr Terminalbetrieb, nicht mehr Batchbetrieb, gell? Aber Einzelplatzsysteme, gell? Also wo man in den vielen Büros, gell? Also man spricht also in der Verwaltung der Provinz Bozen von ca. 7000 Arbeitsplatzrechnern, gell? Also 7000 Arbeitsplatzrechner, von denen die meisten einer Person dienen, gell? Also die meisten Rechner in der Landesverwaltung stehen neben einer
Person zur Verfügung, gell? Okay. Und ja, also damit das beginnt, gell? Also auf den IBM-Rechnern mit MS-DOS, gell? Also eine einfache Lösung, eine günstige Lösung, gell? Genauso günstig oder noch günstiger geben als da die Hardware selbst, gell? Und erst viel später kommt dann etwas, was wir eben aus dem Unix heraus haben, gell? Also Multiprocessing, Multitasking und, dann auch in diese PC-Welt, gell? Und wird dann für alle erschwinglich, gell? Und naja, jahrelang passiert dann eigentlich nichts Aufregendes, außer dass die Systeme bunter werden und halt schneller werden und halt das eine und das andere dazugelernt haben und Internet dann gekommen ist und so weiter, gell? Und dann ist irgendwann mal ja, die mobile Welt gekommen und mobile Betriebssysteme, und das ist jetzt irgendwo ein Aspekt, wo man ja nicht nur kleinere Geräte bekommt, sondern auch Geräte mit neuen Konzepten der Eingabe, gell? Also nicht mehr Tastatur und Maus, gell? Sondern eben das Gerät streicheln ist jetzt angesagt, gell? Und ja, das ist etwas, das in den letzten Jahren dann vor allem entwickelt wurde und ja, wo es noch nicht wirklich ein Ende gibt oder das Ende absehbar ist, gell? Aber interessant ist, dass diese Lösung, diese mobilen Betriebssysteme, die wir heute verwenden, gell, die kommen nicht irgendwo aus den Einzelplatzsystemen, sondern die gehen zurück auf diese Time-Sharing-Entwicklung. Gell? Ganz konkret gehen sie zurück auf die Unix-Lösungen. Gell? Ja, das ist so ein bisschen etwas, was man als Geschichte häufig findet. Gell? Und parallel gibt es andere, die man ja vielleicht nicht so sieht, nicht so anfassen kann, die aber auch eine bestimmte Bedeutung haben, gell? Da haben wir einmal die Echtzeitbetriebssysteme, gell? Also ja, Real-Time Operating Systems, gell? Und das ist so, ja, so um 1980 hat sich da sehr viel getan, und da hat es eben die QNX gerade gegeben in Kanada, gell? Das war so ein Superstar dieser Real-Time Operating Systems, gell, bis da dann später ja eigentlich Linux sehr dominant geworden ist und QNX ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat dann auch, gell. Und dann haben wir die ganze Welt der dedizierten Serverbetriebssysteme, gell, also die abgestellten Server für einen Serverbetrieb, wo niemand darauf arbeiten soll, gell. Und dort haben wir eben gerade nach der Entstehung der PCs ab den 80er Jahren, gell, eben die ganze Welt, wir haben gesagt Novell Netware oder später dann die Microsoft Server Lösungen, gell, oder auch Linux und, gell, also hier haben wir mehrere Dinge, die hier entstehen, und dann eben auch Großrechnerlösungen, gell, die älter sind als hier diese 80er Jahr Lösungen, gell, also wenn wir da zurückgehen, die IBM Systeme, gell, die eben ja, schon immer da waren, seit es Computer dann auch zu kaufen gibt, gell? Ja, das ist so ganz kurz in wenigen Schritten die Geschichte der Betriebssysteme, gell? Nicht jeder erzählt sie gleich, gell? Also wenn man da ein bisschen nachschaut, gell? Also wenn man zum Beispiel da ja, so auf Wikipedia mal nachschaut, gell, also die gehen da mal eine Unterteilung machten, gell, also die ersten Betriebssysteme bis 1980, gell, aber eben diese ersten Betriebssysteme bis 1980, dort bestehen eigentlich die aufregendsten Dinge, gell, und ab 1980 gehen sie ganz besonderen Augenmerk da auf die PC-Welt legen, gell, also ja, sicherlich bedeutend, aber naja, nicht bedeutender als andere Schritte in der Geschichte der Betriebssysteme, gell? Also sie reden da auch ein bisschen von Apple und was man halt da so alles gehabt hat, gell? Also C64 oder Amiga oder ja, und, gell? Okay, ja, ein anderer Aspekt sind die Aufgaben der Betriebssysteme, gell? Und bei den Aufgaben der Betriebssysteme wollen wir vor allem eins unterstreichen: Betriebssystem hat hier die Aufgabe, Ressourcen zu verwalten, gell? Also Ressourcen des Systems. Für wen? Für die Software, die auf dem System eben läuft, gell? Und die
ja, die Texte oder Lehrbücher über Betriebssysteme folgen oft diesen Aufgaben, gell? Also die gehen dann Kapitel für Kapitel eine Aufgabe der Betriebssysteme abarbeiten und erklären, gell? Und wir werden dann auch über Betriebssysteme so etwas in dieser Reihenfolge dann oder ja oder zumindest über die mit diesen Kapiteln dann darüber reden, gell? Und die Aufgaben der Betriebssysteme teilt man oft dann ein eben in die ja in die Ressourcen, die verwaltet werden müssen, gell? Und hier finden wir ja zum einen die Verwaltung des Arbeitsspeichers, gell? Also heute, gell? Oder seit über 40 Jahren vor allem RAM, gell? Und also Halbleiterspeicher, elektronischer Speicher als Arbeitsspeicher, und dieser Speicher, der muss verwaltet werden, gell? Also wenn wir da an mehrere Prozesse denken, die alle da drinnen arbeiten, gell? Und wenn es da keine Speicherverwaltung gäbe, gell? Ja, armes System dann, dann würde nichts funktionieren, gell? Ja, dann die Verwaltung der CPU, gell? Wer darf wann rechnen? Das ist die Preisfrage, gell? Und das muss das Betriebssystem entscheiden, gell? Und es ist ein ganz zentraler Punkt. Genauso zentral oder fast noch zentraler als die Verwaltung des Arbeitsspeichers, gell? Dann, was anderes, sehr komplex, gell? Ist die Verwaltung des Massenspeichers, gell? Wie werden Daten abgelegt? Geil, also hier reden wir vor allem um Dateisysteme und ja, wie sie aufgebaut sind, wie man darauf zugreifen kann und. Geil? Dann Verwaltung des IOs, wie kann man darauf zugreifen, wer macht wann und was und so, geil? Bei den Zugriffen, das ist ein anderes Problem dann, geil? Und ja, hier werden wir uns nicht so viel aufhalten, geil? Aber zumindest etwas, wie greift man zum Beispiel auf Festplatten zu oder in welcher Reihenfolge greift man dazu, das ist dann. Und dann zwei Punkte, die sind nicht immer so dargestellt, gell? Also eines ist Benutzerverwaltung, gell? Benutzerverwaltung ist jetzt etwas sehr Abstraktes, gell? Also der Benutzer als Ressource, gell? Also klingt irgendwo bitter, gell? Also wenn der Benutzer eine Ressource ist, die verwaltet wird, gell? Aber es gibt für den Benutzer Ressourcen, die wir für den Benutzer verwalten, gell? Also seine Dateien, seine Zugriffe und, gell? Also in dem Sinn Benutzerverwaltung ein sehr zentrales Element der Betriebssysteme, sobald man nicht alleine auf einem Rechner arbeitet, sondern eben mehrere gleichzeitig. Dann Verwaltung des Netzes, gell? Also Netz ist auch irgendwo IO, gell? Aber sehr spezielles IO, sehr komplexes IO, und die Verwaltung des Netzes und die Zugriffe darauf, die sind heute oder sind eigentlich schon sehr lange und meistens Teil des Betriebssystems, gell? Sind also im Kernel, gell? Sind also ein sehr, sehr enges Element des Betriebssystems geworden und nicht nur irgendwo ein Prozess, der das dann fürs System erledigt, gell? Gell? Also am Anfang hat man das zum Beispiel bei Microsoft, gell, auch einfach in eine Bibliothek gegeben, gell? Die WinSock DLL, die wird schon richten, gell? Also so hat das Ganze begonnen bei Microsoft, gell? Ja, das sind die sechs zentralen Aufgaben der Betriebssysteme, gell? Also Verwaltung der CPU, Verwaltung des Arbeitsspeichers, Verwaltung des Massenspeichers, gell? Verwaltung von Input-Output, gell? Oder die Zugriffe auf Input-Output, gell? Die Benutzerverwaltung, gell? Und die Verwaltung des Netzes, gell? Also da man hat einen ganzen Netzwerkstapel, den man hier zur Verfügung hat.